das Thailand Elite Visum. Eigentlich das VIP-Visum für Thailand, das man sich kaufen kann. Oder kurz gesagt, man erkauft sich eigentlich den Aufenthalt in Thailand mit Geld. Hallo Leute, das ist wieder Mario aus Thailand und im heutigen Video möchte ich mal wieder über das Elite-Visum sprechen, nämlich die Aussichten für Elite-Visum 2023. Was genau bekommt man für ein Elite-Visum? Wie beliebt sind überhaupt diese Elite-Visum? Wie hoch sind die Kosten? Und vor allem am Schluss noch meine Meinung dazu, bringt das überhaupt was oder soll man lieber auf ein anderes Visum ausweichen? Ja, wie gesagt, ein Elite-Visum ist ein Visum, das man sich kaufen kann. Aktuell sind etwas über 15.000 Elite-Visa im Umlauf, die also verkauft wurden. Ist eine sehr hohe Anzahl, was auch zeigt, dass die Nachfrage nach wie vor sehr hoch ist. Es gibt hier verschiedenste Visa-Kategorien, ich möchte aber heute in diesem Video mit euch einfach mal die beliebtesten drei anschauen. Und das ist einerseits das 5 Jahre Elite-Visum, da kannst 5 Jahre in Thailand bleiben. Aktuell kostet das 600.000 Thai-Baht, finde ich etwas teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommt das Familienvisum, das ist auch sehr beliebt, da gibt es einen Rabatt natürlich, zwei Personen, 800.000 Baht zusammen, das würde also heißen pro Person nur 400.000 Baht. Natürlich dann auch für jede weitere Person gibt es da auch noch einen Rabatt dazu, also Familienvisum, vor allem interessant für Verheiratete oder wenn jetzt eine Mutter oder ein Vater mit dem Kind nach Thailand auswandert, wie auch immer, könnte man dieses Familien-Elite-Visum nehmen. Und dann mein Lieblings-Elite-Visa, das ist das 20 Jahre Elite-Visa. Ihr habt es richtig gehört, 20 Jahre für 1 Million Baht. Das ist wiederum dann, wenn man es mit den anderen vergleicht, ein Schnäppchen. Klar, 1 Million Baht ist sehr viel Geld, das ist klar. Wenn man das aber runterrechnet, also einfach mal 1 Million Baht durch 20 Jahre, wo man in Thailand bleiben kann, ohne Sorgen von Aufenthalt etc., dann sind das im Monat, glaube ich, etwa um die 100 Euro, die dieses Visum kostet. Jemand, der ein geregeltes Einkommen hat, ja, für den wird das natürlich absolut kein Problem sein. Das Problem ist halt, dass man dieses Geld vorschießen muss. Also du bezahlst den vollen Betrag, kriegst dann dein Visum und kannst dann so lange in Thailand bleiben. Ja, gibt es Änderungen beim Elite-Visum? Beziehungsweise wenn du so ein Elite-Visum hast, kannst du dann machen, was du willst, beziehungsweise kannst du einfach so in Thailand bleiben. Also es ist so, dass du, nehmen wir das 20 Jahre Elite-Visum, wenn du das ausgestellt bekommst, hast du natürlich VIP-Treatment. Also du wirst ein bisschen wie ein VIP behandelt, vor allem auch bei der Einreise. Du kannst dort dann auch beim, Angestellte von Fluggesellschaften, Diplomaten etc. dort bei dieser Linie kannst du, also hast weniger Wartezeiten, je nach Paket. Das dann aber auch teurer wird, hast natürlich noch viele weitere Vorteile. Aber einfach das Basic 20 Jahre Visum, da ist sicherlich mal das VIP-Treatment drin. Nichtsdestotrotz musst du alle 90 Tage die Meldung machen bei der Immigration online oder auch persönlich, diese sogenannte 90-Tage-Meldung, dass du noch in Thailand bist und an welcher Adresse, dass du gemeldet bist. Und du musst jedes Jahr auch kurz zur Immigration, um dann dort das Visum wieder zu verlängern. Du musst dort keine großen Papiere oder Papierberge einreichen, wie jetzt bei anderen Visa-Kategorien, sondern du gehst dorthin, in der Regel füllst ein Formular aus und dann kriegst auch wieder diese Verlängerung. Du hast aber auch einen Hilfsdienst von Thailand Elite Programm, so eine Telefonnummer, wo man anrufen kann und dort wird einem auch geholfen. Das Problem ist aber, dass es einige Rückmeldungen gibt, dass einem nicht immer sofort geholfen wird. Kommt auch etwas darauf an, wie viele Leute gerade dort anrufen. Ist so eine Art Hotline, klar. Aber das ist so einfach so eine Kritik, die ich immer wieder mal gehört habe von denen aus der Community, die bereits ein Thailand-Elite-Visum haben, dass dort bei der Hotline ja halt die Hilfsbereitschaft etwas zu wünschen übrig lässt. Dann eine Frage, die auch sehr oft kommt: Wie kann man überhaupt so ein Elite-Visum beantragen und wer kann das überhaupt beantragen? Also zuerst einmal, wie kann man es beantragen? Ihr geht einfach auf Google, gibt ein Thailand Elite Programm oder Thailand Elite Visum
Und dann werdet ihr dort eine Seite finden, wo steht Official Thailand Elite Visa Seite. Und dann kann man dort drauf, dann sieht man die ganzen Visa und dort könnte man das Ganze beantragen. Diese Seite ist in Englisch und das größte Problem, was man dort halt hat, wenn man die Anforderungen erfüllt, und die sind relativ einfach, aber dazu komme ich gleich noch, irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man Geld überweisen muss. Du musst den ganzen Betrag, nehmen wir das 20 Jahre Elite-Visum zum Beispiel, 1 Million Baht, musst du online überweisen. Und da haben natürlich sehr viele Leute, haben da ein bisschen Angst, ob das ein Scam sein könnte, ob diese Internetseite seriös ist oder nicht. Und darum habe ich für euch eine Empfehlung, wo ihr zu 1000% nichts falsch macht und es ist für euch sogar kostenlos. Und zwar kenne ich eine deutschsprachige Anwaltskanzlei in Thailand. Ich werde euch hier auch die E-Mail-Adresse einblenden. Ihr findet sie aber auch unten in der Videobeschreibung. Die haben sich auf Thailand Elite Visa spezialisiert. Die sprechen Deutsch. Die haben für unsere Community schon einige Elite Visas ausgestellt. Und das Beste, ihr bezahlt keinen Aufpreis. Ihr bezahlt keinen Aufpreis. Ihr könnt die deutschsprachige Anwaltskanzlei kontaktieren. Ihr könnt auch sagen, dass ihr von Mainland Thailand kommt. Ihr werdet dort dann beraten, beziehungsweise es wird geschaut, welches Visa das für euch in Frage kommt oder welches ihr wollt. Und dann werden die mit euch den Prozess durchlaufen, sodass nichts schief geht. Und das ist eine Anwaltskanzlei, der vertraue ich zu 1000%. Und wie gesagt, die hat auch für uns jetzt die letzten Jahre auch die Elite-Visa gemacht, beziehungsweise für die Zuschauer hier. Und die Rückmeldungen sind top, also die Leute sind sehr, sehr zufrieden. Und es ist natürlich immer gut, wenn man dann auch noch einen deutschsprachigen Anwalt in Thailand kennt, der einem helfen kann, wenn man irgendwo Probleme hat. Für alle anderen, die diesen Dienst nicht nutzen wollen, die können, wie gesagt, einfach auf der Hauptseite von Thailand Elite das Ganze selber beantragen. Okay, dann noch kurz was zu den Anforderungen. Ihr werdet sehen, wenn ihr die Anforderungen anschaut, ihr müsst ein paar Dokumente einreichen, eigentlich alles relativ easy. Das Einzige, und das sage ich auch immer in den Videos, beim Thema Overstay. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor allem diejenigen, die schon etwas länger hier zuschauen, ich sage immer, Leute, schaut, dass ihr in Thailand nie einen Overstay habt. Also, dass ihr nie zu lange im Land bleibt. Es gibt ja die Fälle, wo man zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, 45 Tage oder 30 Tage bleiben kann in Thailand ohne Visum und dann geht aber euer Flug erst nach 32 Tage oder nach 47 Tage, je nachdem was gerade gilt bei der Einreise, wie lange man bleiben darf, und ihr habt 1 oder 2 Tage Overstay. Und dann sagen halt viele, ja, das macht doch kein Problem, du zahlst einfach am Flughafen diese Strafe und dann ist es erledigt. Es ist eben genau ein Problem bei solchen Visa-Kategorien, weil wenn du in Thailand einen Overstay hast, dann wird das vermerkt im System. Und genau beim Elite-Visum muss oder wird überprüft, ob die Person, die den Antrag stellt, ob die irgendwo vorbestraft ist. Einerseits auch in Europa, also dort, wo du herkommst, du musst einen Strafregisterauszug beilegen. Und auch in Thailand wird geschaut, ob die Person schon einen Overstay hat oder hier strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Sollte das der Fall sein, dann gibt es noch eine Möglichkeit, eben auch zum Beispiel mit einem Anwalt, dass man da vielleicht noch was machen kann, wenn das Delikt nicht allzu schwer war. Aber ansonsten wird dann kein Elite-Visum ausgestellt. Okay, und zum Schluss natürlich noch meine eigene Meinung dazu. Bringt das Elite-Visum was? Soll man das sich holen, wenn man die nötigen finanziellen Mittel hat oder nicht? Und hier streiten sich die Geister. Also, wenn du 50 Jahre oder älter bist, hast du natürlich die Möglichkeit, ein ganz normales Ü50-Rentnervisum zu beantragen. Kann man machen, muss einfach jedes Jahr zur Immigration die Dokumente einreichen und dann solltest du das auch kriegen, wenn du die finanziellen Mittel hast. Es gibt auch Ü50-Langzeitvisa, ist auch eine Möglichkeit, da musst du einfach Geld auf dem thailändischen Bankkonto haben. Kann man auch machen. Ist jetzt nichts, was ich nicht empfehlen würde, kann man machen. Aber was ich halt beim Elite-Visum gut finde, ist einerseits Familien. Oder wenn jetzt, wie vorher gesagt, 2 Personen oder auch 3 Familienangehörige, kriegst du ein ganzes Paket.
kostet zwar Geld, ist klar, oder das 20 Jahre, dann hast du halt einfach 20 Jahre Ruhe. Oder ohne da groß noch zu den Behörden zu rennen und weiss ich was, es gibt dir 20 Jahre Sicherheit für 1 Million Baht. Das Problem ist noch, aber das wollen sie auch irgendwann mal ändern, dass man mit dem Thailand Elite Visum in Thailand noch nicht arbeiten darf, offiziell. Es ist eigentlich ein reines Aufenthaltsvisum, aber das soll auch bald geändert werden. Und wenn das dann ändert, dann ist das sicherlich auch eine Option für Internetnomaden oder einfach Leute, die sagen, hey, ich will doch da nicht durch den ganzen thailändischen Papierkrieg jedes Jahr da mit Arbeitsgenehmigung, dies, das, Ananas und weiß ich was alles. Ich hole mir einfach ein Elite-Visum und kann gemütlich 20 Jahre in Thailand bleiben oder halt 5 Jahre, welches man auch immer nimmt. Also das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil beim Elite-Visum ist natürlich, es kostet Geld, es kostet viel Geld. Und wenn jetzt jemand für 1 Million Baht 20 Jahre Elite-Visum holt, und nach 1 Jahr oder nach 2 Jahren lernt er irgendwie eine Brasilianerin kennen oder eine Deutsche oder eine Schweizerin, was auch immer, und zieht dann nach Europa oder nach Brasilien, dann ist natürlich das Geld futsch. Also du kriegst die Kohle nicht zurück. Weil du hast zwar 20 Jahre Aufenthalt für Thailand bezahlt, aber wenn du nicht mehr hier sein willst, dann, dann bringt dir das Ganze eigentlich auch nichts. Ja, das sind so plus minus die Vor- und Nachteile. Ihr könnt gerne auch unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare schreiben, ob ihr sonst noch Vor- und Nachteile seht, die ich jetzt da nicht genannt habe. Und dann war's das heute zum Elite-Visa. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare oder halt auch gerade direkt da bei der Anwaltskanzlei melden, die ich hier in diesem Video empfehle. Bleibt gesund und Grüße aus Thailand.